Okay, wir fangen an. Ganz herzlich willkommen hier alle, die ganze Runde, zum digitalen Salon aus Berlin, hier aus dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich bin von Dera die Wissen, ich bin Marlies Schaum und moderiere diese Runde hier, aber ich habe mir natürlich Gäste eingeladen. Und wir reden im digitalen Salon eigentlich immer darüber, was machen wir eigentlich mit dem Netz und was macht das Netz mit uns. Und heute reden wir über was, was ja eigentlich alle von uns, glaube ich, irgendwie interessiert, nämlich Geld. Allerdings Geld in Zeiten des Netzes. Wie verändert sich eigentlich unsere Volkswirtschaft im Netz? Gibt es da irgendwas Neues? Gibt es da irgendwas anderes? Womit kann man in einer digitalisierten Volkswirtschaft Geld verdienen? Wo kann man es gut investieren? Und was kommt am Ende dabei raus? Und wird das vielleicht alles irgendwie ein Ticken demokratischer? Man weiß es nicht. Aber wir werden das vielleicht rausfinden heute. Das will ich doch hoffen in unserer schönen Runde. Ich bin eigentlich auch nur die Quotenfrau hier heute Abend, aber ich darf wenigstens die Fragen stellen. Und einer, der hoffentlich auch antworten wird, den ich mir dazu eingeladen habe, ist Denise Bartelt. Er sorgt dafür, dass die Menschen im Netz überhaupt erstmal zu Geld kommen. Er hat nämlich die Crowdfunding-Plattform Startnext mitgegründet. Und bei Startnext können Künstler, Kreative, also Geld für ihre Projekte, ihre geplanten Projekte einwerben. Und Denise, ich habe geschrieben, gesehen auf eurer Webseite, da schreibst du, Crowdsourcing und Crowdfunding haben das Potenzial, unsere Welt zu verändern. Und tun es bereits. Was verändert sich denn da deiner Meinung nach? Ja, es verändert sich der Prozess, wie ich quasi meine Idee, die ich habe, entwickeln kann, wie ich die in die Realität umsetzen kann. Und die notwendige Basis ist ganz oft natürlich das Geld, was ich brauche, um Equipment einzukaufen, um Material einzukaufen. Und dieses Geld bisher musste ich mir bei Banken beschaffen, bei Förderinstitutionen. Und das soll in Zukunft nicht mehr die einzige Möglichkeit sein, eine von den Möglichkeiten. Und Crowdfunding, die wir als Schwarmfinanzierung übersetzen würden, heißt, ich nutze meine Fans im Internet, die ich mit der Idee begeistern kann, um das Geld von denen einzusammeln. Das heißt, dass die frühzeitig in meine Idee investieren und dadurch überhaupt ermöglichen, dass diese Idee, so klein oder so groß, wie sie auch ist, das Licht der Welt erblicken kann. Wir werden nachher erklären, ob das eigentlich wirklich so neu ist, was du da gerade vorgestellt hast. Aber ich habe noch jemand anderen in meiner Gästerunde hier versammelt, nämlich Pavel Richter von Wikimedia Deutschland. Du sorgst ja dafür, dass so viele Menschen wie möglich freien Zugang zu Wissen und zu Daten bekommen. Der Verein Wikimedia Deutschland investiert in Projekte, die eben genau das tun, ne? Freien Wissensaustausch fördern und so. Bekanntes Projekt kennen wir alle, die Wikipedia. Pavel, was ist dein Lieblingsprojekt neben der Wikipedia? Mein Lieblingsprojekt im Netz? Eins, in das ihr investiert, das du gut findest. Also neben der eigentlichen Webseite Wikipedia und der Unterstützung dieser Community tut der Verein auch sehr viel für... Nee, ich will ein konkretes Projekt, nur eins jetzt. Nicht hier der Verein tut viel und so. Das Hochschulprojekt, wo wir dafür gesorgen, dass Studenten statt Seminararbeiten zu schreiben, die sie, die maximal noch der Assistent des Professors einmal liest, Wikipedia-Artikel bearbeiten können und dafür ihre Studienleistungen angerechnet bekommen. Ja, das unterstützen wir und das finde ich eine sehr sinnvolle Zeit, wie Studenten ihr Wissen einsetzen können. Gut, das diskutieren wir dann später auch nochmal. Als dritter Mann in der Runde, der hat ja quasi das Hausrecht eigentlich, ne? Thomas Schildhauer, Informatiker, aber auch Geschäftsführer hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Du bist aber auch Professor und zwar für Marketing an der Universität der Künste, ein Schwerpunkt Electronic Business. Ich darf auch heute Toshi sagen, ja. Hast du mir erlaubt. Toshi erforscht unter anderem, welche Geschäftsmodelle eigentlich erfolgreich sind, die auf dem Internet basieren. Und ich habe dich jetzt ganz bewusst zuletzt genannt, weil ich genau darüber als erstes mit euch sprechen möchte, wie man denn Geld verdient, heutzutage mit dem Netz und im Netz. Vor allem, welche Geschäftsmodelle funktionieren hier? Könntest du uns vielleicht eins mal nennen, wo du sagst, das ist ein Geschäftsmodell, das arbeitet nicht nur mit dem Internet, das basiert wirklich darauf und das ist wirklich mega erfolgreich. Ja, also zunächst muss ich mal natürlich sagen, ich lese alle Seminararbeiten meiner Studenten auch selber. Ne? Klar. Anwesend ausgeblieben. Ja, anwesend aus. Ja, wollte ich zumindest nochmal. Ne? Also das ist ja auch häufig sehr spannend. Aber zurück zu der Frage. Genau, bitte. Genau. Also es gibt natürlich einige Geschäftsmodelle, die wir alle sehr gut kennen. Dazu zählen Suchmaschinen. Dazu zählen natürlich auch soziale Netzwerke. Und das Spannende daran ist, dass dort eben etwas angeboten wird, was man in dieser Art und Weise vorher im realen Leben, im analogen Leben, wie auch immer wir das nennen, was sozusagen die andere Seite ist der Macht, dass das zwar auch teilweise schon existierte, aber ich eben nicht die große Chance hatte, mich mit so vielen Menschen zu verbinden, so viel Wissen auch leicht erschließbar zu machen.
Und wir untersuchen eben gerade, was so die Unterschiede sind zwischen sogenannten Freemium-Modellen. Also ich biete einen Service kostenfrei erstmal an. Und dann generiere ich darüber eine Unzahl von Menschen, die damit arbeiten. Und dann setzt sozusagen erst die eigentliche Geschäftsidee ein. Und dann wird eben verdient mit unterschiedlichen Dingen. Oder ich biete eben von Anfang an einen Service an, den ich vielleicht so auch im analogen Leben nicht so einfach haben konnte. Zum Beispiel? Naja, also nehmen wir mal Apple mit iTunes, im iTunes Store. Nicht? Natürlich konnte ich auch früher schon Musik kaufen, aber heute kann ich eben zu jeder Gelegenheit und dann auch noch in Mikroeinheiten nur ein Stück, sonst muss ich immer eine ganze CD kaufen. Da waren dann zwei Lieder drauf, die mir gefallen haben, der Rest vielleicht nicht. Und das heißt, vieles ist komfortabler und besser und einfacher geworden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element für erfolgreiche Geschäftsmodelle. Die müssen einen wirklich guten zusätzlichen Nutzen stiften. Mhm. Und wenn das gelingt, dann sieht man, geht das auch richtig nach oben. Und das sind eben ganz unterschiedliche Nutzenbereiche, ne, die wir auch alle erleben. Und jeder ist ja selber auch im Netz unterwegs, schätzt das und für sich selber. Was geht denn besser, Dienstleistung oder Produkte? Also was ist da erfolgreicher, welche Modelle? Naja, also fast alle Modelle, die wir so kennen, sind Dienstleistungsmodelle. Das heißt, da wird ein Service geboten. Wenn wir Produkte nehmen, dann geht natürlich gut jedes Produkt, was letztlich auch digitalisierbar ist. Nicht? Also selbst wenn man jetzt Amazon nimmt, also wir sprechen ja momentan so über die ECFA. Das sind so die fünf großen im Internet. Nicht? Also Amazon, eBay natürlich, Google, Facebook und Apple. Und wenn wir uns das angucken, dann sind Amazon und Apple, die haben natürlich Produkte. Mhm. Ja, also die distribuieren quasi, aber das sind eben auch Produkte, die zwar physisch, wie das Buch, auch noch gekauft werden, aber, nicht, das haben wir ja gesehen, Amazon ist im letzten Jahr erstmalig durch die Decke sozusagen mit mehr digitalen Downloads als verkauften Büchern. Und das zeigt, da ist eben etwas, was eben in der digitalen Welt auch als Produkt distribuierbar ist. Und dann ist das echt stark und spannend. Aber für mich hört sich das ehrlich gesagt gerade noch so an, als gab es das vorher alles auch schon. Und jetzt haben wir nur das Internet als zusätzliche Plattform. Wo ist der Unterschied zwischen Geschäftsmodellen in der analogen Welt von früher und heute mit dem Netz? Ja, du erreichst halt viel mehr Menschen auf eine viel einfache Art und Weise, auch als Unternehmen, das diese Leistung anbietet. Punkt Aber eins. Es ist ein Werkzeug, das Netz einfach. Ja, das Netz ist ein Werkzeug, natürlich. Also es ist etwas, was uns sozusagen den Zugang als Verbraucher leichter ermöglicht und was auf der anderen Seite den Unternehmen die Möglichkeit gibt, eine Vielzahl, also wir sprechen im wirtschaftswissenschaftlichen Jargon häufig von dem sogenannten Economy of Scale, nicht? Also wenn viele, viele Menschen potenzielle Nutzer sind, Abnehmer sind, dann habe ich natürlich eine Chance, meinen Dienst, meinen Service auch kostengünstiger anzubieten und bis hin dazu, dass ich halt Dinge vielleicht sogar frei anbieten kann, weil dahinter steht dann wiederum ein anderes Modell. Also insofern ist das schon etwas, was anders ist. Es ist teilweise auch zerstörerisch. Ne? Also gerade, naja, wenn wir jetzt den iTunes Store nehmen oder auch Amazon als Buchhandel, wenn man das so will, zerstört das natürlich tradierte analoge Geschäftsmodelle. Ja? Und das müssen sich viele Unternehmen heute anschauen. Da forschen wir auch dran, da helfen wir denen zu gucken, an welcher, also wann musst du sozusagen unbedingt auch im Internet deine Leistung anbieten. Wann muss man denn? Naja, wenn es soweit ist, dass quasi die Nutzer diesen Dienst auch bereit sind zu akzeptieren und über das Netz zu kaufen. Und wenn die Technologie soweit ist. Nicht? Also wir erleben das mit den sogenannten Smartphones, dass wir immer mehr Dienste auch lokationsbasiert, also am Ort, wo ich gerade bin, mir herunterladen kann. Und das ist natürlich ein Dienst, der noch nicht so lange technisch möglich ist, nicht? Erst durch die neue Generation, wo ich eben GPS und alles dabei habe in meinem Smartphone. Und das muss man als Unternehmen, wenn man in einem bestimmten Bereich tätig ist, muss man halt rechtzeitig beobachten. Nicht? Wir sprechen von so einem Radarsystem, wo ich sage, was wird eigentlich marktreif? Und da muss ich mir angucken, betrifft das mich in meiner Industrie oder in meinem Bereich? Und da muss ich rechtzeitig einen Dienst anbieten, der eben auch im Internet verfügbar ist. Glaubt ihr denn, dass man im Internet heute schneller Geld verdienen kann, als vielleicht das früher zu analogen Zeiten noch üblich war, möglich war? Also es war ganz sicherlich schwieriger, eine Enzyklopädie vor dem Internet zu vertreiben. Da gab es ja die berühmten... Pavel Richter von Wikimedia. Genau, da gab es die berühmten Handlungsreisenden, die mit den Musterkoffern, mit den Enzyklopädien von Haustür zu Haustür gegangen sind. Dieser Form des Vertriebsprozesses war sicherlich deutlich schwieriger. Sehr viel weiß ich allerdings über den Vertrieb nicht, weil wir vertreiben wenig. Ihr investiert. Wir sind einfach da. Nein, es gibt die Wikipedia einfach erstmal. Die vertreibt sich ja nicht. Die ist auch in diesem Sinne, würde ich, ohne jetzt die Definition genau zu kennen, würde ich sagen, es ist kein Freemium-Modell, weil es kein Premium gibt. Also auch die Leute, die zahlen, und das sind Spender,
kriegen ja nicht mehr. Die kriegen weder aktuelleres, noch besseres, noch schnelleres oder schöner aussehenderes Wissen, sondern die kriegen das, was alle anderen auch kriegen. Es ist das Geschäftsmodell, wenn man so möchte, funktioniert so, dass wir, dass da etwas im Netz steht und wir bitten höflich um Unterstützung, um Spenden. Und das funktioniert auch ganz gut. Das funktioniert aber natürlich ganz gut, weil wir, so habe ich bei, wie ist das, Aqua? Ich habe bei den fünf Großen jetzt ein W vermisst, muss ich sagen, denn das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man eine man sehr populäre Webseite hat. Also ich meine, die Leute geben, damit sie auch viel bekommen. Also ich meine... Das ist tatsächlich so, dass die Menschen, die an Wikimedia spenden, spenden hauptsächlich aus dem Motiv heraus, ich habe etwas Tolles bekommen und jetzt gebe ich etwas zurück. Also dieses Zurückgeben ist etwas, das ergeben alle Gespräche, die wir so mit Spendern führen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt an der Motivation, warum Menschen für Wikimedia und für Wikipedia spenden. Ich habe das genutzt. Wir sehen das immer wieder, wenn wir Mails bekommen, so wenn die Abi-Zeit vorbei ist, schicken die Leute Mails, danke, dass es euch gibt. Ohne euch hätte ich das Abi nicht bestanden oder so. Aber ohne Spenden würdet ihr ja nicht überleben. Genau, wir leben ausschließlich von Spenden. Also bis auf deswegen seid ihr ja was anderes als die anderen, nicht, die wirklich auf Gewinn aus sind. Deswegen habe ich genau, deswegen euch ist nicht eine Frage, wie man Größe definiert. Ja. Genau. Nee, also ihr seid nicht auf den großen Gewinn aus. Ihr wollt einfach Geld das verdienen. Nein, genau. Ja. Es geht nicht es geht ums Geld verdienen. Ja. Ist klar, Geld aber klar. Ja. Wenn man Geld verdienen möchte, muss man ja erstmal, wenn man sich gründen. Also gibt es überhaupt schon Fragen in der Runde jetzt gerade? Ich habe das gerade so groß angekündigt, ihr dürft alle Fragen stellen, wenn ihr wollt. Da vorne ist eine Frage. Bitte schön, der Herr im grünen Hemd. Nur ein Aspekt, der sich vielleicht in der zukünftigen Diskussion auch niederschlagen könnte. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, es gibt ja auch die Möglichkeit, Geld reichlich und schnell zu verlieren. Genau, zu investieren oder zu verlieren. Ja, das könnte ja vielleicht auch noch ein Thema werden. Kommen wir noch zu. Zum Geld ausgeben und verlieren kommen wir auch noch. Sonst noch Fragen aus der Runde, aus dem Publikum? Moment, alle da vorne. Hier vorne noch bitte, haben wir noch ein Mikro? In der ersten Reihe. Bitte schön. Hanna Andexer, mein Name. Kann es nicht sein, Frage an Toshi, dass sich diese Geschäftsmodelle zwischen dem Produktverkauf und dem Service auch dahin entwickeln, dass die Unternehmen immer stärker ihren Service dazu benutzen, um auch mehr Macht in diese Community reinzugeben? Wenn ich denke gerade, du hast das Amazon. In welche Community jetzt genau? Die Käufer. Ja, die Interessenten. Macht in die Käufer? Ja, darüber zu gewinnen. Ich denke gerade an Amazon. Ist gerade passiert, dass eine Amazon-Nutzerin mit ihrem Kindle, dass ihre Bibliothek gesperrt wurde, weil sie nicht rechtzeitig bezahlt hat oder weil ihr Konto überzogen war. Das zeigt doch, die Ware, die dort verkauft wird, gehört mir gar nicht mehr. Das ist übrigens, finde ich, auch ein sehr interessanter Aspekt, Pavel? Über den wir auf jeden Fall nochmal... Toshi ist dran. Also was wir in jedem Fall... Ja. Wir hatten ja vorher so schön drüber gesprochen, dass wir ein Gespräch führen, deswegen ich mir einfach erlaubt habe, nicht darauf zu warten, dass du mir das Wort erteilst. Dankeschön. Nur weil er ihn direkt angesprochen hat. Na gut, also was ganz klar sichtbar ist und was jeder von uns, glaube ich, auch erlebt, der im Internet unterwegs ist, ist, dass wir eine andere Möglichkeit haben des Zugangs zu demjenigen, der den Service anbietet, auch mir meine Meinung sozusagen kundzutun in Foren und ähnlichen Dingen. Und es gibt Unternehmen wie Dell, die inzwischen ein sogenanntes Social Media Listening Command Center eingerichtet haben. Und da tun sie was? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Social Media Listening Command Center. Da sitzen zwei Mitarbeiter, die am Tag 25... Zwei. Ein Commander und ein Vize-Commander. Ja, genau. Übrigens werden immer, apropos Gender, werden immer Frauen abgebildet, die da sitzen. Das, okay. Jedenfalls, und die am Tag ungefähr 25.000 Einträge in den sozialen Medien teilautomatisiert analysieren. Mhm. Was wird sozusagen über Dell gesagt? Ist es irgendwie was Kritisches und so weiter? So, und da muss man natürlich sagen, ist eine höhere Macht auf der Kundenseite. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, also die digitale Welt hat letztlich dann auch für den Hersteller oder den Serviceanbieter den großen Vorteil, dass er jeden einzelnen Kunden kennt und natürlich auch mit jedem einzelnen Kunden agieren kann. Und das ist natürlich jetzt eine eher unangenehme Art des Agierens. Aber das ist natürlich die Möglichkeit des digitalen Kanals, klar.
Pavel, ich habe dich radikal unterbrochen, jetzt darfst du aber. Ja, ich wollte mich diese Frage eigentlich ergänzen, die Toshi gerade beantwortet hat. Dahingehend, dass wir ja, wenn wir im Netz davon sprechen, dass wir etwas kaufen, ganz oft etwas anderes meinen als in der Wirklichkeit, wenn wir etwas kaufen. Amazon ist ein gutes Beispiel. Ich kaufe bei Amazon keine Bücher. Ich kaufe bei Amazon ein Dauernutzungsrecht. Ich kann dieses Buch weder verleihen, noch verkaufen, noch weiterverkaufen, noch vererben. Also ich baue mir eine Bibliothek auf, die ich aber nicht... Wenn ich für mein Kind... Ja, klar, wenn ich es geliefert bekomme, ist es meins. Aber da sehe ich dann auch, dass ich plötzlich sobald dieser Geschäftsvorgang abgeschlossen ist, bin ich aber nicht fertig mit meinem Händler, sondern ich stehe immer noch in einer ganz komischen Beziehung zu ihm. Und wenn da irgendwas passiert, kann er etwas mit meiner Sache, die ich eigentlich gekauft habe, machen. Finde ich einen interessanten Aspekt. Also halten wir an dieser Stelle fest, es verschieben sich hier Käufer, Nutzer und Anbieterfronten. Mhm. Ja. Das passiert ganz neu. Das gab es früher Front so nicht. Front integriert sich auch. Verhältnis. Okay. Ja, also es ist nicht unbedingt eine Front. Ich muss das ja nicht machen. Ich muss ja nicht beantworten. Nee, und das ist ja erstmal per se nicht eine Front. Also ich meine, das... Kommen wir damit mal dazu, wie man überhaupt ans Geld kommt im Netz? Auf seriöse Art und Weise? Ich glaube, die Frage davor war noch gar nicht direkt beantwortet, oder? Also wie man, kann man schnell wachsen im Internet? Ja, definitiv. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist die Skalierung, die möglich ist. Ja, es ist ja bloß eine Infrastruktur. Du meinst jetzt ein Unternehmen, ob das schnell wachsen kann? Ein Unternehmen mit einer Idee quasi hat erstmal die gleiche Basis, nämlich das Internet, und kann da sich präsentieren, irgendwie rausgehen. Und kann das Businessmodell, sofern es auf dem Internet auch vielleicht aufsetzt, natürlich super skalieren. Das heißt, es können 100, 10.000, eine Million Kunden sein. Und das ist sicherlich eine Besonderheit. Ich muss nicht in Immobilien investieren, um zu skalieren an dieser Stelle. Aber ich glaube, damit geht auch einher, dass in unserer digitalen Welt jetzt die Produktlebenszyklen sich verändern. Das heißt, das kann innerhalb von 3 Jahren richtig aufgehen, richtig nach oben gehen, und es kann dann aber auch sofort wieder weg sein. Und man fragt sich eigentlich, wie geht das so schnell? Und an der Stelle würde ich sagen, da sind Chancen zu wachsen, definitiv, aber es ist auch sehr, sehr schnelllebig geworden. Und die Businessmodelle heute müssen, glaube ich, diese Schnelllebigkeit berücksichtigen. Und da kommen wir, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir auf der Plattform machen. Nämlich Start Next. Also eine Plattform, die quasi, da können Leute sich einloggen, muss man sich anmelden eigentlich? Man sollte sich anmelden, man meldet sich an und man kann ein Projekt, eine Idee präsentieren. Also man will gerade erstmal anfangen zu wachsen, ja? Man braucht dafür ein Startkapital. Und ihr bietet den Leuten die Plattform, dass sie sich präsentieren können, um dieses Geld einzuwerben. Genau, so ist es. Und ist es so neu? Das ist sowas zu tun? Also man tut das ja schon immer. Mhm. So, jetzt nutzen wir die Infrastruktur, und die Infrastruktur ist offen für alle quasi, die das Internet nutzen. Das heißt, nicht nur ein Venture-Kapitalgeber, der das Geld besitzt und verteilen kann auf irgendwelchen Events, wo man dann die richtigen Leute trifft auch oder die richtigen Unternehmen, sondern derjenige, der hier das Geld braucht, präsentiert sich relativ neutral, aber authentisch im Netz mit seiner Idee. Und wir bieten die Infrastruktur an, dass andere das quasi schnell finden können, verstehen können und in die Idee investieren können, Geld geben können. Gib doch mal ein konkretes Beispiel. Also sagen wir mal ein Projekt, das bei euch unglaublich erfolgreich war, wo wirklich eine, wie du sagst, größere Community sich beteiligt hat, wo nicht eine Bank dahinter steht oder ein größer Kapitalgeber, sondern wo wirklich eine Netzgemeinschaft gesagt hat, das finden wir gut. Ja, das ist jetzt gerade eben auch erst passiert. Das ist eine Erfindung, einfach was Praktisches, was man nutzen kann. Der sogenannte iCrane, der auch sicherlich auf da eine bestimmte Gerätschaft anspielt. Es ist ein Erfinder, Einzelunternehmer unterwegs, hat Ideen und überlegt sich, wie komme ich an das Kapital, um das Material zu bestellen, um die Werkzeuge. Was ist ein iCrane? Ein iCrane ist ein Kamerakran für iPhones, kleine Kameras, die man einfach auf dem Stativ spannt und dann richtig schöne Kamerafahrten durch die Landschaft machen kann, die dann doch ziemlich professionell aussehen. Das hebt die Qualität des eigen produzierten Films auf jeden Fall an. Ich kann mir gerade kaum vorstellen, dass der nicht von dem großen Unternehmen mit dem A dahinter Unterstützung nicht bekommen hätte. Also wir haben noch ein Interesse an sowas. Warum musste der zu Start Next kommen? Ganz einfach, weil er ein Kreativer ist und er natürlich die Motivation hat, seine Idee unverfälscht rauszubringen. Und natürlich organisiert er sich Unterstützung an der einen oder anderen Stelle. Hier war es so, dass er einfach gesagt hat, ich will das machen, und zwar für mich selber, so wie ich mir das vorstelle, ungekürzt, sage ich mal. Und sobald man an den Distributor geht, verändert sich das Produkt auch, damit muss man klarkommen. Wollte er nicht, er wollte 20.000 Euro, hat ein Produkt, was einen guten Preis hat, irgendwie 300 Euro, ist also auch nachvollziehbar, und hat versprochen, dass es das Produkt, wenn diese Kampagne in Kürze erfolgreich ist, zu Weihnachten geben wird. So, das ist eine Ansage. 3 Tage später hat er die 20.000 Euro gehabt. Also sein Ziel schon erreicht. Also in 3 Tagen, so schnell ist er bei der Bank gar nicht am Klingeln an der Tür. Mhm. Aber was kriegen die Leute dafür, die das Geld geben? Geben die das aus Nettigkeit? Die kriegen den Kran. Die kriegen auf jeden Fall Gegenleistung. Also Crowdfunding ist im Prinzip geben und nehmen. Und der eine gibt das Geld, weil er es gerade zur Verfügung hat, oder weil er das möchte, was als Projektidee hinten rauskommt, ein Produkt. Das kann aber wirklich auch was anderes sein. Das muss nicht unbedingt physisch sein. Hier ist es so, 300 Euro hin.
vorausbezahlt sozusagen, dass dieses Produkt entwickelt wird. Das Projekt steht jetzt bei 56.000 Euro und sind immer noch 56 Tage, die es läuft. Also er kann da eigentlich locker 80.000, 100.000 Euro einsammeln und damit seine Produktidee viel größer machen. Er kann vielleicht auch ein paar Gimmicks noch ranbauen, die hilfreich sind. Und der Clou ist aber, das Projekt war jetzt erfolgreich. Er hat jetzt aber bei uns auf der Plattform eine Reputation. Und zwar ein Projekt gestartet zu haben, an das alle geglaubt haben, was jetzt quasi finanziert ist schon, was er jetzt umsetzen muss. Dann muss er es natürlich noch beweisen, dass er es auch kann. Er hat aber auch die richtigen Partner präsentiert. Und wenn er das nächste Projekt machen will, und das hat er vor, das hat er uns schon gesagt, dann hat er da schon eine Basis, er hat eine Community. Also er braucht keine Bank mehr fragen, es sei denn, er braucht mal eine Million vielleicht. Aber er hat die Basis schon, er kann jetzt auf diese 300 Leute zugreifen und sagen, das nächste Projekt, aber sind diese 300 Leute wirklich alle kleine Jedermanns oder stecken da nicht auch Firmen dahinter, die dann auch vielleicht nachher eine Gewinnbeteiligung haben, wenn das Ganze größer wird oder so? Also erstmal beteiligt sich keiner an einem Unternehmen, weil er gar kein Unternehmen präsentiert, sondern ein Projekt. Ob da Unternehmen dahinter stehen, also für uns ist Crowd ja jeder letztendlich. Ja? Auch Unternehmer gehören zur Crowd und im Grunde genommen können die da unterwegs sein und gucken, was kann man mit dem später mal machen. Vielleicht kann der als Erfinder bei uns in irgendeiner Abteilung angestellt werden, sicher. Also wir sind der Meinung, dass eine Crowdfunding-Plattform eine Innovationsplattform darstellt, wo man natürlich screenen kann, was passiert da in Zukunft. Denn dort sind Ideen, die irgendwo aus der Tiefe rauskommen und wo sich Leute auch das erste Mal vielleicht trauen, damit rauszugehen, weil sie das Gefühl haben, dass die Crowd das schneller versteht als andere, die nur das Geld haben. Hat denn jemand aus dem Publikum schon jemals bei einer Crowdfunding-Plattform irgendwas unterstützt? Mal hinnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Was waren das so für Projekte? Wofür habt ihr euer Geld gegeben? Vielleicht können wir das Mikro noch mal in die Runde schmeißen. Die Dame mit dem weißen Schal zum Beispiel. Wofür hast du dein Geld ausgegeben? Mikro kommt von hinten auf dich zu. Bitteschön. Für mein eigenes Projekt auf Startnext. Oh. Na super. Sehr gut. Das gefällt mir. Was war das für ein Projekt? Warum hast du dich da... Ich habe eine Ausstellung gemacht hier in Berlin und dafür Geld gesammelt. Mhm. Wie schnell ging das alles? Das war recht kurzfristig. Ich habe einen Anteil des erstrebten Geldes bekommen, aber doch auch erfolgreicher, als ich vielleicht erwartet hätte. Jemand, der nur gegeben hat, nicht für sich selber? Also man macht das eigentlich immer für sich selber. Ja, aber du weißt, was ich meine. Nicht für das eigene Projekt. Hier vorne? Du hast auch für dein eigenes Projekt? Nee. Nein, hier vorne bitte schön. Unser Kameramann. Die Kamera wackelt jetzt heftig. Also einmal bitte umdrehen. Im Stream nicht erschrecken. Genau, jetzt bitte umdrehen die Kamera. Also sie. Also ich habe einen Freund unterstützt, der ein Buchprojekt gestartet hat. Der war aber allerdings nicht erfolgreich damit. Also aber es kam nicht zur Finanzierung durch die Crowd quasi? Nee. Okay. Was passiert denn dann eigentlich? Genau. Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Also es gibt auch ein Qualitätsmerkmal, was wir natürlich als Plattform dort hineingebracht haben, das ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, man definiert am Anfang seines Projektes, wie viel Geld muss ich sammeln, um die Qualität meiner Gegenleistungen auch liefern zu können und wie lange soll diese ganze Phase dauern. Und wenn beide Kriterien erfüllt sind, ist es erfolgreich. Wenn es nicht erfüllt ist, ist Alles-oder-Nichts eben nicht geschafft und das Geld geht zurück an die, die unterstützt haben. Das heißt, alles wieder auf Null. Er kann sein Projekt theoretisch nochmal neu einstellen, modifizieren, um es vielleicht einfach nochmal zu probieren aus dem Gelernten. Also man geht kein Risiko ein, so wie eine Bank, die vielleicht dann Geld verlieren würde oder so. Ja, das Risiko besteht vielleicht darin, dass das Projekt, was umgesetzt wird, dann nicht ganz meinen Erwartungen entspricht. Aber großer Unterschied, man gibt das Geld ja nicht nur, um am Ende ein Endprodukt zu haben, sondern man begleitet einen gesamten Prozess, einen Entwicklungsprozess. Und es sind immer Menschen dahinter, die authentisch auch für ihr Projekt stehen und dass dort Fehler entstehen können, dass akzeptiert der Crowd-Unterstützer eigentlich, also der Crowd-Supporter da irgendwie, akzeptiert das schon. Und ich denke, da ist eine ganz andere Toleranz, als wenn ich natürlich jetzt in irgendeinen Elektronikmarkt reingehe und dann geht das Gerät einfach nicht, was ich mir da hole oder hat einen Fehler oder sowas. Da habe ich null Akzeptanz, ist ganz klar. Wärt ihr hier in der Runde euch einig, dass sowas wie Crowdfunding, so eine Methode, um Geld zu bekommen als, ja, als kleines Startup, als Einzelperson-Startup, um selber was zu finanzieren, ist das was, was es vorher so noch nie gegeben hat, Pavel? Oha. Du überlegst. Ist hier ein Wirtschaftshistoriker? Toschi, ist das was völlig Neues? Na, was völlig Neues ist es nicht, weil es ist natürlich schon auch in der Vergangenheit so gewesen, dass wenn jemand eine tolle Geschäftsidee hatte, also ich selber hatte in der Familie einen Onkel, der war Erfinder und der ist natürlich in der gesamten Familie und in den Freundeskreisen und so weiter rumgegangen und hat gesagt, wenn ich das jetzt, die 1000 Mark damals war es, wenn ich die zusammenkriege, dann kann ich das zum Patent anmelden und wenn das klappt dann und ich verkaufe das, dann kriegt ihr davon auch was ab und ihr kriegt selber so ein Ding und so. Also im Kleinen hat es das gegeben, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir, glaube ich, ja alle gesagt haben, dass ich natürlich
natürlich über das Internet eine ganz andere Ausspielung habe. Ne? Ich komme mit Menschen in Verbindung, die ich gar nicht kenne, die aber verstehen, was ich da machen will. Und dann sagen, boah, ist ja eine tolle Idee. Und dann sagen, okay, und ich vertraue, ne, vielleicht weil ich schon mal gesehen habe, dass das erfolgreich war oder weil die Plattform mir das Vertrauen gibt, und gebe da Geld. Und das ist schon eine tolle Idee. Und also als jetzt diese Crowdfunding-Plattform. Und das ist für mich dann schon eine neue Qualität. Nicht? Ist nicht ganz neu, aber es kommt in eine ganz andere Dimension, so eben viele andere Dinge, die wir schon diskutiert haben, auch. Welche Investorengruppen gibt es denn sonst, die vielleicht durch das Netz neu entstanden sind? Hat sich da was geändert oder gibt es neben Crowdfunding nur die traditionellen Banken oder Kapitalgeber? Ist das? Ja, es gibt noch die Copycat-Investoren, nicht? Also die irgendwie sagen, was läuft denn irgendwo toll und dann irgendwie Geld sammeln und damit auch ja ganz erfolgreich sind. Gibt es ja auch einige hier in Berlin. Ne? Und das ist auch schon mal nochmal eine neue Form, weil früher war das ja eher so ein bisschen verpönt, nicht? Sachen einfach abzukupfern. Das ist ja für sich ein ganz neues Geschäftsmodell, was finde ich so in dieser Form fürs Internet, insbesondere hier in Deutschland, erstmal so an den Start gekommen. Ich habe jetzt gar keins vor Augen. Kannst du eins mal konkret nennen? Also, was meinst du jetzt? Nee, möchte ich ganz ehrlich nicht, weil dann ist irgendwie, aber also wer sich da ein bisschen umtut, der, ne, weiß schon, wer da unterwegs ist. Also es gibt noch was anderes, was neben dem Crowdfunding funktionieren soll in Zukunft. Das ist das Crowdlending, also das heißt das Borgen von Geld. Da gibt es natürlich auch internetfähige Banken oder zumindest Institute, die das dürfen dann. Und da ist es einfach so, ich habe dort mein Konto und borge jemanden was, der mir auch im Internet präsentiert, was er damit machen möchte, warum er das macht, ob er ein kleines Unternehmen auch gründet oder vielleicht seine Garage bauen will. Und dann sagt er mir eben, wie viel Zinsen ich bekomme in dem Zeitraum, wo ich es zurückbekomme. Also Crowdlending halte ich auch für eine ziemlich schlaue Sache, wenn es um kleine Beträge geht, auch weil da wieder Hürden abgebaut werden. Das Risiko, dass das mal schiefgehen kann, besteht natürlich. Also das heißt, wir müssen, glaube ich, hier als Anwender dann so ein bisschen lernen, wie wir damit umgehen. Alles auf ein Pferd setzen ist dann sicherlich ein bisschen riskant. Also ich bekomme mein Geld dann aber wieder zurück. Ich bekomme dann ja kein Produkt. Lending oder so heißt ja Leihen sozusagen, ausborgen. Ohne Zinsen dann? Mit Zinsen natürlich. Mit Zinsen. Ja, okay. Mit Zinsen. Das ist die Idee. Ich glaube, Smava ist so ein Beispiel. Genau, Smava ist ein Beispiel. So ein Beispiel. Die sind ja interessanterweise schon vor den Crowdfunding-Plattformen im Markt gewesen. Ne? Und aber ja, okay. Und es gibt das Gleiche auch bei gemeinnützigen Anliegen. Also es gibt Better Place oder so, wo man etwas Gutes tun möchte und wofür man Geld haben möchte. Und wirbt das dann ein, ohne eine große gemeinnützige Organisation zu sein. Also auch das ist eine Aktion jetzt oder ein Projekt. Genau, also dass man möchte irgendwie Brunnen in einem Dorf graben oder man möchte was weiß ich tun. Hat eine gute Idee, die man vor Ort machen möchte. Und braucht dafür Geld. Ist aber keine eigenständige NGO, die über ein großes Fundraising verfügt oder so, sondern will einfach etwas Gutes machen und braucht dafür Geld. Finde ich auch einen ausgesprochen spannenden und sehr... das nutzt eben das eine, nämlich das Netz, die Größe, die man damit erreichen kann, dass es so einfach ist, auch Menschen zu erreichen, dass es so einfach ist, auch so einen viralen Effekt zu erzeugen. Also wenn man eine gute Sache hat, dann sprechen Leute darüber, verlinken das, twittern das etc., sodass es also ganz einfach ist, ins Gespräch zu kommen. Früher, was hätte man denn machen können? Man hätte irgendwas auf einer alten Schreibmaschine getippt und das an die Bäume getackert. Du hättest mit Greenpeace gesprochen und hättest... Ne? Genau, also, aber... ist nicht so ganz neu, ja, es ist eher so, also wir machen gerade einige Studentenprojekte mit vielen NGOs zusammen, weil die haben nämlich genau erkannt, da ist jetzt so ein Zeitpunkt gekommen, wo sie eigentlich neben den Crowdfunding-Plattformen, die also wie Better Place, selber aktiv werden müssen. Und so ist eben UNICEF und Terrorism und Greenpeace, die sind alle jetzt am Start und sagen, eigentlich ist das genau ja unser Auftrag. Mhm. Ne? Und wir müssen aber diese neuen Mechanismen auch für uns nutzen. Das Interessante aber, und das sage ich bewusst als Vorstand einer gemeinnützigen Organisation, das Interessante ist, dass diese Initiativen, die über solche Plattformen unterstützt werden, natürlich die großen Organisationen umgehen. Und auch das umgehen, was große Organisationen haben Bürokratie, das ist, man muss einen Antrag schreiben, etc., etc. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, an das Netz sich zu wenden. Mhm. Oder zumindest erstmal vermeintlich einfacher, sich an das Netz zu wenden und eine Unterstützung dafür zu bekommen. Ja, aber du hast natürlich eine traditionelle Marke, die dann wiederum Schutz gibt. Ne? Ja. Dass ich sage, wenn ich das Geld dahin gebe, dann UNICEF gibt es seit so und so vielen Jahren oder Brot für die Welt und so weiter. Ja. Also da kommt was zusammen, was aber dann in sich einen Mehrwert definiert. Kommen wir nochmal dazu zurück, dass ich gerade den Eindruck hatte, bei sowas wie Startnext, ne, so eine Plattform, wo Leute ihre Projekte bewerben und Geld dafür haben wollen, das Gefühl habe, das ist so klein. Das sind so kleine Sachen, die sind zwar irgendwie, wir finden das witzig oder interessant oder denken, wow, oder da wird dann vielleicht mal einer entdeckt als Entwickler und findet irgendwo anders noch einen Job oder so. Aber das große Geschäft, die großen Player, das Big Business findet doch immer noch traditionell statt, oder? Oder hat sich da was geändert? Nimm das Beispiel Stromberg, der Film.
Naja, gut. Naja, was denn? Das war 1 Million. Die haben innerhalb von 3 Wochen 1 Million Euro eingesammelt für die Produktion dieses Kinofilms. Und ich meine, das ist schon nicht mehr klein, finde ich. Und aber das warum ist genau das nicht Prinzip. Mehr größere Unternehmen? Ich habe das Gefühl, es sind halt die Kleinen, ne, für die das nützlich ist. Ja, Moment, man muss das, glaube ich, auch erklären können. Ne? Also ein großes Unternehmen, da fragt man sich als Konsument, die großen Unternehmen sind ja auch immer am weitesten weg von ihren Kunden. Siehe Dell, da muss extra eine Taskforce installiert werden und so weiter. Wir haben ja die Möglichkeit, was auch immer. Also wir haben ja die Möglichkeit, viele kleine Unternehmen sind ja sehr, sehr agil und haben eigentlich die spannenderen Produkte. Das Problem ist, dass sie nicht über bestimmte Ressourcen verfügen, diese ganzen Sachen auch zu skalieren und umzusetzen. Im Internet ist es anders, habe ich ja gesagt, das Skalieren ist viel einfacher, deshalb können viele Kleine da viel schneller wachsen als Große. Das klassische Geschäft großer Unternehmen wird so meiner Ansicht nach nicht mehr ewig funktionieren, weil auch der Mitarbeiter inzwischen sagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich kann die ja umsetzen, dann gehe ich einfach da raus, bin nicht mehr klassischer Mitarbeiter, sondern ich setze einfach um, was geht. Und Crowdfunding ist ein Prozesselement, sage ich mal, was ihm da ein bisschen das Gefühl dafür gibt, ich kann das sogar machen, das geht sogar. So. Und deshalb denke ich, die großen Unternehmen, die müssen ja Land aufholen, um überhaupt an ihre Kunden wieder ranzukommen. Auch wenn es ein paar Mechanismen gibt, die sie schlecht, schrecklich beherrschen, wie auch immer. Die sind ganz schön weit weg. Und die riesengroße Chance besteht für die Kleinen, für die vielen Kleinen darin, die Möglichkeiten besser nutzen zu können als die Großen. So. Toschi, du wolltest ja gerade noch was nach. Ja, weil was wir festgestellt haben in Diskussionen mit den Unternehmen, ist, dass die natürlich diese Mechanismen beobachten, dass sie sagen, ja, wir sind weit weg von unseren Kunden. Aber die fangen an, darüber nachzudenken, das intern einzusetzen. Mhm. Das finde ich spannend, dass sie sagen, wir haben zum Beispiel Entwicklungsbudgets, wir haben also F&E, Forschung und Entwicklung, und wir stellen das quasi auch, die Ideen der Mitarbeiter auf so eine interne Plattform, und dann wird genauso zugeordnet und allokiert an Geldmitteln, und die dann sozusagen eine bestimmte Summe erreichen, können dann das Projekt realisieren, intern. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch sage, ist auch ein spannender Effekt, dass sozusagen der Transfer stattfindet aus dem, was man merkt, was im Markt draußen gut funktioniert, im Sinne des kleinen Unternehmertums jetzt übertragen in, man sucht eigentlich auch die Unternehmer im großen Unternehmen und die gleichen Mechanismen nutzt. Und das finde ich auch einen tollen Effekt. Ich habe da gerade nur so drauf rumgehackt mit dem Kleinen, ne? Das ist was für die Kleinen, und die anderen machen sowieso ihr Geschäft am so, wie sie es immer gemacht haben, weil wir uns ja die Frage stellen, auch heute Abend, oder ich möchte sie gerne stellen, ob durch sowas wie Crowdfunding oder so unsere Volkswirtschaft irgendwie demokratischer wird. Ne? Also wird es? Ja, da gibt es vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also wir sprechen zum Beispiel mit Banken, für die das Thema Crowdfunding so, was ist denn das, was passiert denn da so? Ah, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, Stromberg 1 Million, okay, da ist ein bisschen irgendwie vielleicht uns was entgangen oder so. Der Punkt ist der, wie entscheiden Banken, wann sie irgendwem Geld geben? Das ist ein Mechanismus, der ist ziemlich undurchschaubar oder definiert irgendwo in Basel, was auch immer. Crowdfunding hat zumindest die Möglichkeit, dort anzudocken, dass quasi irgendwann die Bank in der Lage ist, zu schauen, ist ein erfolgreiches Crowdfunding mit diesem Thema, also ein Feedback aus der Zielgruppe, eigentlich was wert bei uns? Können wir das messen? Können wir zu einer Kreditzusage, sage ich mal, ein Crowdfunding heranziehen und sagen, der hat jetzt 50.000 Euro hier eingesammelt mit 500 potenziellen Kunden. Man muss ja wissen, um 500 potenzielle Kunden in den Crowdfunding reinzubringen, hat man irgendwie 20.000 Leute angesprochen, die das Produkt schon mal gesehen haben oder irgendwas davon gelesen haben, die es weiterverteilt haben. Und wenn eine Bank anfängt, sich quasi diesen Mechanismus vor Augen zu nehmen, dann können wir definitiv mehr bewegen, weil dann ist da nämlich ein demokratisches Element auf einmal, was den Entscheider an der Bank gesagt hat, okay, ich habe hier noch einen Pluspunkt, den packe ich mit rein, weil ich kann dummerweise gar nicht das Risiko einschätzen von dem Produkt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also ich weiß nur, dass es irgendwie in der Technik-Ecke hängt. So, und da hat aber die Crowd schon vorbestellt. Also ich meine, definitiv ja. Man muss allerdings natürlich auch sagen, dass auch in der traditionellen Ökonomie doch ein sehr demokratisches Element vorhanden ist, nämlich Käufer. Man wird ja an sich nicht gezwungen, irgendwas zu kaufen. Also wenn es einem Unternehmen nicht gelingt, etwas zu produzieren, was Menschen kaufen wollen, die stimmen damit darüber ab, ob sie es kaufen oder nicht. Sehr interessant finde ich allerdings tatsächlich diesen Aspekt, dass die Banken umgangen werden oder diejenigen, die das Werkzeug Geld einsetzen können. Denn das ist ja die eigentliche Grundidee hinter diesem Crowdfunding, dass man über so eine Plattform, dass man nicht an ein Institut geht, das ein Lieferant von Geld ist, sondern dass man sich das an einen anderen Lieferanten wendet, so wie man sich sonst bei anderen Materialien an Lieferanten wendet, aber jetzt hier eben an den potenziellen Käufer. Und vielleicht ist es für Banken ein Problem, aber dass es jetzt gesamtökonomisch ein demokratisches Element wäre. Also quasi mehr Akteure entscheiden. Wir haben hier vorne im Publikum eine Frage, wenn wir das netterweise das Mikrofon nochmal haben können. Zwei Fragen sogar. Der junge Mann darf anfangen. Ja, hi, Nikolai. Eigentlich verhindert das doch nur Fehlallokationen.
Was meinst du damit? Na, also ich erinnere mich an ein Beispiel von einem Adventure-Hersteller, also einem Menschen, der ehemals für große Firmen Adventure-Games hergestellt hat, die sehr populär waren. Computerspiele meinst du? Ja, okay. Adventure-Computerspiele. Und Adventure-Computerspiele sind furchtbar tot seit 10 Jahren. Und der damit zu zig Publishern gegangen ist und die haben alle gesagt, Adventure, geh weg. Mhm. Das kann ich nicht finanzieren, das kauft keiner. Und dann hat er das gecrowdfundet und hat dafür, ich glaube, 3-4 Millionen oder sowas bekommen. Wow. Also schon eine Menge Geld, mehr als er brauchte. Und im Endeffekt war das ja eigentlich eine Fehlallokation der Mittel, die Publisher hatten. Also das ist ja eigentlich wird damit ja nur Ineffektivität von Publishern umgangen. Denise, was meinst du? Ja, das ist ja das, was ich im Prinzip angedeutet habe. Wenn die Bank oder ein Publisher, da gibt es jetzt verschiedene Situationen, auch ein Verlag oder so, wenn er quasi das Produkt noch nicht versteht, dann braucht er quasi ein Feedback aus dem Zielpublikum. So. Und dieser Prozess, dass das Produkt überhaupt mit dem Zielpublikum in irgendeiner Form entwickelt wird, das impliziert es ja quasi, dass man dort Leute beteiligt in der frühen Phase und das natürlich frühzeitig erkannt werden kann das am Markt bestehen. Also wir hatten ein sehr erfolgreiches Buchprojekt auch, das Hartz-IV-Möbelbuch. Da kam der Verlag eben dann während der Projektphase. Er hat einfach gesagt, ich finde das so super, wie ihr das macht. Das ist ein Crowdbuch, das wurde mit der Crowd zusammen gesetzt, inhaltlich auch. Und der Verlag hat einfach gesagt, wir müssen da was machen, wir müssen da ran. Also Frage viele Effekte. Nee, okay. Eine Frage, zweite Frage aus dem Publikum. Bitteschön. Was ich spannend finde an der ganzen Geschichte ist, dass Kreativität sozusagen nochmal zusätzlichen Anreiz findet, die vorher aufgrund der tradierten Strukturen der Finanzierung einfach erstickt. Und du kannst dir das Feedback ja sozusagen schon in der Vorphase holen. Und da glaube ich, dass sich das Risiko anders verteilt und dass die Leute ja in dieser Phase der Entstehung durchaus durch das Geldgeben auch Einfluss nehmen können. Das finde ich extrem spannend. Das finde ich auch ist ein Stück Demokratisierung. Denise, sind es tatsächlich die Kreativen? Kannst du ruhig das Mikro einfach in die Menge geben. Denise, sind es tatsächlich die Kreativen, die vor allem ihre Projekte vorstellen oder werden auch handfeste Business-Ideen vorgestellt, die Geld suchen? Denn bei Startnext haben wir das Themenfeld eingeschränkt. Okay. Startnext ist eine Plattform für Kreative und Erfinder, also für die Kreativindustrie, wenn man es auch versucht zu bezeichnen. Und das heißt, wir haben da einen ganz klaren Fokus für quasi Dinge, die aus dem Kopf entstehen und dann irgendwie vielleicht in irgendeiner Form dann enden. Es und die vielleicht deswegen auch nicht so schnell, wie du gerade sagtest, Finanzierer finden, ne? Weil es irgendwie noch zu kopfgebürdig oder ja, so, genau. Oder weil Förderinstitutionen sich natürlich auch Modelle überlegt haben über die Jahre, wie sie erfolgreich fördern können und dann vielleicht immer wieder die gleichen auch gefördert werden, weil sie ein Garant für einen Erfolg sind. Das sind ja Mechanismen, die sich eingeschlichen haben. Und die kann man natürlich nur umgehen, indem man da von unten aufbricht und die Leute schon mit dem Geld ausstattet, um den ersten großen Schritt zu gehen. Aber du kennst dich ja aus auf dem Plattformmarkt oder Markt der Crowdfunding-Ideen, was die Systeme, die es da gibt. Gibt es da sowas, wo was anderes, man andere Sachen vorstellen kann? Also nicht kreativ, sondern... Ja, also wir teilen das Thema Crowdfunding so ein bisschen in 4 Bereiche auf. Der eine ist quasi Spenden, das ist Donations quasi, das ist das, was schon genannt, Better Place ist quasi eine Plattform, die das macht, soziale Projekte, wobei sozialen Projekten, ich sage jetzt mal in Afrika, wie soll die Gegenleistung aussehen, das kann das gute Gewissen quasi oder das gute Gefühl für die Sache sein, da kann man also nicht so ein Tauschgeschäft so richtig machen. Dann gibt es die Crowdfunding-Plattform, wo es eine Gegenleistung gibt, das ist also Reward basierende Crowdfunding-Plattform. Das ist das, was wir bei Startnext machen. Handfeste, ein Buch gibt es am Ende oder irgendwie ein Abendessen mit dem Künstler oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch die Crowdfunding-Plattform mit Beteiligung. Das Thema allerdings ist noch sehr, sehr frisch. Das gibt es zum Beispiel noch nicht mal in Amerika, weil es da noch gar nicht reguliert und erlaubt ist. Bei uns gibt es das. Beteiligung woran genau? Beteiligung am Unternehmen, also an der Konstruktion, die Ideen dann eigentlich umsetzt. Bei uns sind es ja die Projekte, also nicht das Unternehmen, sondern die Projekte beim Crowdfunding für Beteiligung. Wir nennen das Crowdinvesting als Begrifflichkeit erstmal, die sich gut einbringen lässt. Investieren am Unternehmensinhalt und damit quasi spekulieren auf einen Erfolg dieses Unternehmens, ein längerer Weg definitiv, der da beschritten wird. Und sowas geht in Deutschland aktuell bis 100.000 Euro Startkapital für Startups eigentlich, weil die Regulierung sagt, alles was über 100.000 Euro veröffentlichte Beteiligung sozusagen zulässt, braucht ein Prospekt. Die Prospektpflicht ist halt sehr, sehr aufwendig, ist einfach ein Regularium. Und daher sind die Plattformen, die es da am Markt gibt, allen voran sicherlich Seedmatch Seedmatch.de ist vor 2 Jahren online gegangen, ist quasi der
der Begründer dieser Systematik, hat auch quasi so ein bisschen die Regeln aufgestellt, und inzwischen gibt es aber auch 10 Plattformen, die sich da versuchen und die Modelle auch ein bisschen unterschiedlich machen. Die eine Plattform bringt Zusatzdienstleistungen rein, die den Unternehmern hilft, einfach weiter zu wachsen oder so. Andere bringen einen Marktplatz mit rein. Und was insofern ist die vierte Art von Crowdfunding? Also die vierte ist nochmal dieses Crowdlending, das was Smava macht sozusagen, wo ich ja auch ans Geld komme, und aber das Geld wieder zurückgeht mit Zins. Ja, bei dem Investing ist einfach ein Risiko da, ich muss das auch ein bisschen streuen und ich warte dann auch 5, 6 Jahre. Und wenn ich Glück habe, ist ein Unternehmen dabei, was einen riesengroßen, tollen Exit hat und richtig weit rausgekommen ist, wo ich einfach mal mein Investment für alle 10 Unternehmen, in denen ich mich beteiligt habe, von denen 5 vielleicht weggefallen sind auch, wo ich das Investment einfach wiederbekomme. Sind das Modelle, die Zukunft haben, oder ist das momentan nur einfach eine Begeisterung und wow, das machen wir mal? Naja, also ich knabber immer noch ein bisschen an der Frage rum, haben wir hier eine neue Demokratisierung der Volkswirtschaft? Ich komme erstmal zu einem Nein, muss ich mir meine Gegenposition beziehen, weil es war, nehmen wir mal den Aktienmarkt, die Möglichkeit, dass Menschen Aktien kaufen können. Ich meine, wie ist die Telekom, nicht? Also da als sie an die Börse gegangen sind, war auch keine tolle Geschichte, haben viele Menschen auch Geld verloren. Ja, aber der Punkt ist, das hat es doch letztlich schon immer gegeben. Also das war weit vor der Zeit, wo man überhaupt über Crowdfunding gesprochen hat. Also insofern ist das für mich kein völlig neues Element, sondern es ist eben vielleicht jetzt die Möglichkeit, weiter verzweigt zu sein. Mhm. Aber ich konnte halt auch schon immer für wenig Geld Aktien kaufen, nicht? Also ich musste auch nicht reich sein und habe dann im Grunde genommen die gleichen Effekte gehabt, die wir jetzt hier auch gerade diskutieren. Na, also ist ein bisschen anders. Also würde ich ein bisschen widersprechen, weil inzwischen ist es so, dass die Authentizität der Leute, die dahinter steht, im Vordergrund steht. Also das heißt, die Reputation der Leute, die das Business machen wollen, die das Geld bekommen sollen, die weitermachen sollen, die stehen im Vordergrund, und zwar als Person und nicht verkleidet hinter irgendeiner PR-Agentur oder irgendeinem Vorbau, der Marketing macht für eine Aktie. Ein Prospekt ist letztendlich ein großes Marketingheft für das, was hintenrum passieren soll. Der Unternehmer, das passiert natürlich im Kleinen, der präsentiert sich dort wahrhaftig, und wir wissen alle, dass die Kleinen, die mit ihrem Herzblut im Unternehmen stecken, das mit einem richtigen Druck machen, bis zum letzten Euro, wohingegen die Manager in großen Unternehmen frühzeitig aussteigen können. So, und dann ist das Risiko weg. Und mit diesem Unterschied, dass derjenige, der so ein kleines Business aufzieht, von seinem Risiko weiß und da richtig reingeht, habe ich auch eine ganz andere Investmentbasis eigentlich, weil ich weiß, der zieht das durch bis zum bitteren Ende. So, ja, und steht sich nicht aus der Affäre. Ja, okay, einerseits, aber ich halte dagegen der neue Markt. Ne? Ich meine, gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Ist das nicht eine Finanzaktienblase gewesen? Ja, natürlich, ist doch der Klassiker. Ja, natürlich, ja. Aber, ja, natürlich ist eine Aktienblase, aber da war es auch so. Nicht? Ich meine, da habe ich auch die Unternehmer gehabt. Es ist, und das finde ich, müssen wir uns jetzt auch anschauen, weil das war in etwas größerem Stil, aber es ist natürlich auch genau so ein Effekt gewesen, ja, wo viele Menschen gedacht haben, boah, da geht im Internet jetzt tierisch was ab, neue Geschäftsmodelle, da standen auch die Unternehmer dahinter. Ich halte es jetzt nur dagegen, weil das ist auch nicht so eine amorphe Masse von PR-Leuten gewesen, sondern das waren auch Leute, die, wo du genau gucken konntest, das sind die Gründer, die Unternehmer. Und ja, aber die haben die Preise der Aktien nicht nach oben getrieben. Die waren da. Okay. Der Aktienmarkt hat dafür gesorgt, dass das war auch explodiert. Nicht, ich wollte auch nicht darauf, dass ich sage, das war jetzt toll, sondern nur als Beispiel, wir diskutieren darüber, ist es eine neue Form der Demokratisierung sozusagen der Volkswirtschaft, und ich sage, die Effekte sind da. Vielleicht haben wir jetzt Instrumente... Vielleicht erstmal nur im Kleinen gerade. Ja, vielleicht haben wir jetzt Instrumente, die einfach kleinteiliger, also wir sprechen ja von dem sogenannten Longtail Effekt, nicht? Also wo quasi für jedes einzelne Angebot, für jede Kreatividee sich vielleicht schon noch 50 oder 100 Menschen finden, die sagen, genau das, genau diese Ausstellung oder diese Messe, die muss es jetzt geben, und da gebe ich mein Geld dafür. Mhm. Nicht? Und das hast du natürlich, das ist tatsächlich etwas, was Neues. Wir sind denn, wenn ich das mal fragen darf, wir sind denn bei euch diejenigen, die am erfolgreichsten sind, wenn es um das Einwerben von Geld geht, sind das die, die eine einfach innovative, tolle Idee, also ein Produkt haben, für das sie Menschen begeistern können? Oder welche Rolle spielt dabei, zu belegen, dass man in der Lage ist, diese Leistung auch zu erbringen, dieses Produkt auch zu machen? Denn einer der Vorteile eines eher traditionellen Investments wie ein Venture Capitalist, das scheint ja heutzutage schon traditionell zu sein, aber einer der Vorteile ist ja, dass ich, wenn ich eine tolle Idee habe, wenn ich ein Erfinder bin, dass ich gezwungen bin, mich mit der betriebswirtschaftlichen Seite meiner Tätigkeit auseinanderzusetzen. Ich muss mir überlegen, ab wann mache ich Gewinn, wie mache ich Gewinn, woher bekomme ich mein Geld, wie überzeuge ich Menschen davon, die sich vielleicht für mein Produkt gar nicht interessieren, die aber glauben, dass wenn sie in mich investieren, damit selber Geld verdienen können, was ja durchaus auch ein interessantes Motiv ist, warum Menschen sich beteiligen. Also was steht bei euch im Vordergrund, diese Fähigkeit zu zeigen, ich kann delivern, oder wow, ich habe eine tolle Idee und vertraut mir einfach, ich kann das?
Nein, ich denke, in der Hauptsache sind jetzt in der frühen Phase von Crowdfunding in Deutschland auch. Also wir müssen ja auch sagen, wo wir stecken, in den Kinderschuhen. Mhm. Auf unserer Plattform sind bisher 1,75 Millionen irgendwo umgesetzt worden. 424 Projekte. 424 Projekte hast du heute Nachmittag gelesen, genau, ja. Sehr richtig. Boah, und super, das ist ja, in 10 Sparten, also das geht breit durch und die wichtigsten sind Musik und Video. Da kann man schon schauen, was ist da die Basis. Na klar, die haben schon ein Profil, die sind schon kreativ, die haben vielleicht schon was verwirklicht. Viele kommen von Universitäten, machen ihre Abschlussprojekte über diese Art und Weise. Das ist absolut sinnvoll. Das ist quasi der Start in die Reputation online. Und ja, am Ende, was ist erfolgreich? Authentizität ist das eine, das macht man in einem Video, das ist halt alles auch einfach. Aber das Entscheidende ist, dass man mit Netzwerken umgehen kann, weil die Basis für Crowdfunding ist nun mal das Internet und die Basis davon, erfolgreich zu sein, ist, dass sich ein Virus verbreiten kann. Dafür brauchen wir das soziale Netzwerk und wer da schon irgendwie eine Basis mitbringt, wer da schon aktiv ist, hat jetzt definitiv einen Startbonus. So, und das sind auch die Projekte, die erfolgreich sind. Das Interessante ist ja, dass es etwas Ähnliches wie Crowdfunding schon für Sachen gibt, die schon fertig sind. Ich denke an Etsy oder an Davanda, also an Seiten, wo Menschen etwas erstmal herstellen in Einzelauflage, also das Gleiche, was sie früher als Hobby gemacht hätten und eventuell noch auf einem Flohmarkt verkauft hätten, probieren sie jetzt über das Internet an ein sehr viel größeres Publikum zu verkaufen. Aber die haben natürlich die Sachen schon fertig, wenn sie kommen. Das ist ja einfach nur eine Art von neues Shopfenster, oder? Ja. Also ich meine, du hast was und du verkaufst es. Ja, aber es richtet sich eben speziell an Menschen, die etwas selber machen. Genau, also nicht an etwas, genau, weiterverkauftes oder was aus einem Unternehmen kommt, sondern etwas, was abends vom Fernseher mit und zwei Stricknadeln steht. Und wenn es erfolgreich nachgefragt wird, produzieren sie natürlich auch mehr. Vermutlich. Das meinst du jetzt gerade. Wenn es aus dem Publikum keine Fragen mehr Richtung Crowdfunding gibt, doch noch eine. Hier vorne ist noch eine aus der ersten Reihe. Die erste Reihe hat viele Fragen, das finde ich gut. Bitte schön. Also ich glaube, das Thema Demokratisierung fällt mir sehr schwer in diesem Zusammenhang nachzuvollziehen. Auch wenn ihr eine attraktive Plattform entwickelt habt, wo ist denn eigentlich der Unterschied wirklich zum neuen Markt, den der Toshi eben erwähnt hat? Am neuen Markt waren Blasen da, in die man investiert hat und das Geld war bei mir weg, war woanders nachher. Da haben Leute verdient. Heute hat einer eine tolle Idee, auch erstmal eine Blase und versucht Menschen zu gewinnen, die in seine tolle Idee, sprich Blase, auch investieren. Und wenn ich diesen Markt so verfolge, generell, gibt es mehr Blasen als wirklich Ideen, die sich in monetäre Umsätze nachher auch bewahrheiten. Also das hat nichts mit Demokratisierung zu tun. Das ist einfach ein Stückchen Enthusiasmus zu erwecken und Freunde zu gewinnen, die mir folgen. Das ist mehr Diktatur nachher. Denise, willst du was dazu sagen? Oder ich hatte vorhin ja kurz die Andeutung mit dieser Kofinanzierung zusammen mit einer Bank, wo ich eben denke, okay, dass man die Bank schon ein Stück weit auch durch dieses Mittel überzeugen kann. Aber die Bank ist ja auch nicht der einzige Spieler, der da vielleicht noch mit dabei ist. Demokratisierung, klar, das ist ja ein großes Wort. Letztendlich geht es darum, dass Leute mitreden können. Jetzt ist also die Frage, ob das Projekt, was man anbietet, demokratisch irgendwie Teilhabe zulässt. Ja, wir wollen herausfinden, ob unsere Volkswirtschaft sich verändert, also ob sie ein bisschen durch diese Möglichkeiten des Netzes, also ja, sind also das kleine Anfänge in deinen Augen, die sich irgendwann mal vergrößern werden? Oder also ist es so? Ich glaube, dass der Konsum sich wegbewegen wird von diesem Massenmarkt. Alles ist quasi in unendlich vieler Anzahl da. Die Leute werden in Zukunft, denke ich, mehr in individualisierte Produkte investieren und genau die finden sich da, vielleicht auch in meiner Nähe, ganz national, regional, um mich rundherum, da wandert und das sind jetzt so Plattformen, wo quasi bestimmte Leute, bestimmte wenige, aber sehr individuelle Sachen machen und die sind einfach tausendmal spannender als die millionenfach gefertigten in China irgendwo produzierten Dinge. So, und ich glaube, dahin bewegt sich das und Crowdfunding geht da noch eine Schippe drauf zu dem, was Davanda eben zum Beispiel macht oder Etsy, indem wir einfach sagen, du bist nicht nur der Käufer von dem Produkt, sondern Teil von dem Prozess. So, und in dem Prozess kann viel passieren und aktuell haben wir ein Buch auch wieder auf der Plattform, wo der Autor Dirk van Gehlen, der dürfte auch bekannt sein, das Buch heißt einfach eine neue Version ist fertig oder sowas und er will einfach den Prozess beschreiben, wie sich dieses Buch jetzt entwickelt und zwar mit der Crowd. So, und wenn es fertig ist, kann er im Prinzip von vorne wieder anfangen. Und das ist ein völlig neues Produkt. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, so ein fertiges Buch eher irgendwie in der Hand zu bekommen, sondern in dem Moment, wo man da ist, hat man das Produkt und im nächsten Moment ist es ein anderes Produkt. Und da sind die großen Konzerne gar nicht in der Lage. Ich meine, die versuchen ein bisschen mit Customization da so Schuhe in mehreren Farben abzubilden, aber der Schuh verändert sich nicht so. Und die kleinen Unternehmen haben in Zukunft die Chance, ich sage das Stichwort vielleicht 3D-Printer, ganz andere Dinge in die Welt zu setzen. Und da braucht es solche Mechanismen wie Crowdsourcing, Crowdfunding, wo man entweder an Leistung oder an Geld rankommt, die über soziale Netzwerke erreichbar gemacht worden sind, die das alles
kostengünstige Infrastruktur inzwischen. Ich kann sie mit in die Hosentasche nehmen. Das sind super Bedingungen, um das auf der Wiese, die Ideen auszuspinnen. Das sind Dinge, die sich verändern. Demokratisierung. Ich wäre einfach vielleicht als Konsument ein Stück weit freier und habe mehr Möglichkeiten. Ich kriege nicht das Marketing-Diktat vielleicht von einem großen Konzern. Ich würde an der Stelle gerne einen Cut machen zu dem Thema, weil ich gerne noch auf Wikimedia eingehen möchte. Und zwar, weil das ja meiner Meinung nach etwas ist, was es ohne das Netz auf die Art nie im Leben so gegeben hätte. Stimmt ihr mir dazu? Also quasi so einen Austausch von Wissen, von Daten, die frei zur Verfügung stehen. Pavel, du selber würdest sagen, wäre doch vorher so in der Art nicht möglich gewesen. Du also das Netz stehst jetzt für Wikimedia, aber... Das Netz hat es schon ein bisschen leichter gemacht, ja. Mhm. Aber, hätte man es auch anders machen können? Ja, wahrscheinlich hätte man auch irgendwas mit Brieftauben und Tontafeln machen können. Aber nein, in dieser Form, also in diesem, vor allem in dieser Offenheit, in diesem, dass jeder ohne Anmeldung etwas beitragen kann und dass sich das finanziert ausschließlich aus Spenden und nicht als, von Anfang an ja auch nicht als in irgendeiner Form als Investment gedacht wurde, sondern der Mann, der das damals gemacht hat, Jimmy Wales, war damals schon ein wohlhabender Mensch und fand das eine tolle Idee und hat ein paar Server ins Internet gestellt und eine damals sehr moderne Software namens MediaWiki und gesagt, so und jetzt, wenn ihr wollt, schreibt eine Enzyklopädie. Das ist eine Einladung. Und dass das so, das ist also ohne jeglichen Gewinnerziehungsabsicht gemacht und dann auch ab 2003 als Stiftung organisiert. Das Interessante allerdings ist, dass es keineswegs ein antikommerzielles Projekt ist. Das denkt man vielleicht. Es ist ein Projekt, das getragen genau, wird ausschließlich von Nein, es wird erstmal ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen. Genau. Also es sind Ehrenamtliche, die dort ihr Wissen teilen. Das ist ja überhaupt das, ohne dass es... Ich meine jetzt dich und Wikimedia, die genau, dann in weitere aber, solcher Projekte irgendwie investieren versuchen, die aufzuziehen. Aber der spannende Part, wie ich finde, noch, ist zusätzlich noch, dass das, was dort produziert wird, unter einer Lizenz steht, die jegliche Nutzung erlaubt, auch die kommerzielle. Man kann Wikipedia in Inhalte, und das passiert, wenn auch leider aktuell eher in negativer Art und Weise, man kann diese Inhalte nehmen und kommerziell vermarkten, unter Einhaltung der Lizenz, das ja, aber man kann sonst damit machen, was man will, man kann sie verändern, man kann sie, das ist auch ein ganz neue, wie ich finde, das ist wirklich eine neue Form von Produkt, dass also nicht etwas hergestellt wird und das ist dann da, sondern ich kann mit diesem Produkt machen, was ich möchte. Und das kann ich zum Beispiel mit einem traditionellen Buch nicht, das hindert mich das Urheberrecht, das zu verändern und neu wieder rauszugeben. Bei Wikipedia geht das. Also diese Möglichkeit, dass man auch kommerziell diese Inhalte nutzt, wenn man das denn möchte und wenn man eine Möglichkeit, wenn man jemanden findet, der dafür bezahlt, das ist natürlich die andere Seite. Ich habe manchmal eher neu. Das Gefühl, dass solche Dinge wie Wikipedia und Co. einfach die Gier der Konsumenten nach freien, frei zugänglichen, kostenfreien Produkten fördern. Kann das sein? Also man möchte News kostenfrei haben, man möchte nicht für Zeitungsangebote zahlen im Netz. Also da wehrt man sich ja so ein bisschen dagegen, gefördert ja durch sowas wie eine kostenlos verfügbare Online-Enzyklopädie zum Beispiel. Aber es muss ja trotzdem eine gute Qualität haben, sonst hilft dir das nichts, dass es kostenlos ist, weil die Leute es dann doch nicht nutzen nachher, ne? Sondern also es muss schon beides zusammenkommen, dann ist es natürlich optimal. Nicht? Also so wie ihr es macht, gute Qualität durch das Prinzip an sich und noch kostenfrei, cool. Und ich glaube auch nicht, dass Encyclopædia Britannica und Brockhaus alleine daran gescheitert sind, dass sie dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr trägt. Das auch, klar. Und das muss man ganz klar sagen. Die gibt es unter anderem deswegen nicht mehr, weil es Wikipedia gibt. Weil etwas, was vorher... Menschen brauchen Enzyklopädien. Und früher mussten sie entweder in eine Bibliothek gehen. Da gab es die aber auch schon immer kostenlos. Ja, und ich bin sicher, auch der Brockhaus wurde 100-mal kostenlos genutzt, bevor er einmal gekauft wurde. Aber der viel wichtigere Punkt, als dass das Geschäftsmodell weggefallen ist, ist, glaube ich, die Einfachheit des Zugangs. Und wenn der Brockhaus sich 2001 ebenfalls komplett online gestellt hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Wer weiß, wie sie sich finanziert hätten, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, der zweite wichtige Faktor neben dem Geschäftsmodell ist wirklich die Zugänglichkeit. Und natürlich diese Einladung einfach mitzumachen, also einen Fehler korrigieren zu können, das ist natürlich ein unglaubliches Versprechen, dass man das, diese Seite macht. Ja, meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung, dass ja zum Beispiel, wenn Dinge einfach digital vorliegen und getauscht werden können, wenn sie verfügbar sind, wir haben das ja immer, wenn es um Musik geht oder um Filme, dass Leute nicht mehr so wirklich bereit sind, dafür zu zahlen. Sie versuchen das irgendwie zu umgehen, Filme irgendwo anders runterzuladen, wollen das nicht mehr bezahlen, Musik wird getauscht, das ist natürlich dann erstmal illegal. Aber das ist auch nichts Neues. Ich meine, wir haben früher auf Kassetten haben wir kopiert und so weiter. Also ich meine, ja, das... Und Apple also, verdient sehr, sehr viel Geld damit, über iTunes Dinge zu verkaufen. Künstler also, letztlich dann auch wieder. Und damit
ob jetzt die Künstler genügend verdienen und ähnliches. Aber insofern, man kann auch mit digital tauschbaren Gütern im Internet Geld verdienen. Es ist aber sicherlich vielleicht ein schwierigerer Prozess, als das früher der Fall war. Aber aus dem Publikum kam gerade auf. Da kommt das Mikrofon, du hast gesagt, das stimmt doch nicht. Was stimmt nicht? Na, was ich gesagt habe? Also ich habe die Statistikquelle nicht mehr im Kopf, aber ich habe mehrfach letztlich gehört und ich glaube auch, also auch aus seriösen Quellen, die Filmindustrie und die Musikindustrie verdienen so viel wie noch nie zuvor. Also das stimmt ja einfach nicht. Klar, es wird tonnenweise kopiert, ohne Lizenz, aber das heißt nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Die sehen ja bloß, oh mein Gott, mein Ding wurde 7 Millionen Mal auf Rapidshare hochgeladen und denken sich, oh, das wäre so viel Geld, wenn ich das hätte. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob man mehr oder weniger Geld hat als vorher. Ja, und es gibt ja inzwischen Künstler, die über Creative Commons sich vermarkten, die sagen, okay, ich gebe das sozusagen wirklich von vornherein frei. Ja, und dann aber da auch andere Wege finden, sich letztlich dann doch ein gutes Einkommen zu sichern, indem sie darüber bekannt werden, dann Konzerte spielen. Also ich meine, das ist genau, im Grunde sind wir im Ringschluss zu dem, wie wir angefangen haben. Nicht? Das Verlagsbeispiel ist für mich einfach das Beste eigentlich, weil die Verlage eben nicht rechtzeitig erkannt haben, welche Chancen durch das Internet jetzt da sind und nicht rechtzeitig genug ihr eigenes Geschäftsmodell kannibalisiert haben. Und dann sind halt, in dem Fall ist es eben Wikipedia gekommen und haben gesagt, so, ne, hier ist es, geht so, funktioniert. Und das, glaube ich, ist ein Effekt, der in vielen Industrien momentan stark unter zu beobachten ist. So ein bisschen wie Übergang zur Industrialisierung damals. Wer vergessen hat, sich Maschinen anzuschaffen, war irgendwann draußen. Ja, weil du natürlich immer in der Welt der Maschinen gedacht hast, nicht? Als du irgendwie, als es noch die Postkutschen und die Pferde gab, nicht? Da hast du irgendwie gedacht, wie kannst du das jetzt noch optimieren? Wie kannst du vielleicht noch Pferde züchten, die irgendwie noch schneller laufen oder die weniger Hafer brauchen? Ja, aber das wirklich Zerstörerische war eben die Idee, ich spanne die Pferde da vorne nicht ein, sondern schraube eine Maschine hinten rauf. Und so, und da sieht man ja auch in der Entwicklung, nicht? Das erste Auto war im Grunde genommen eine Kutsche mit Motor, ne? Und jetzt gucken wir mal raus, was da heute rumfährt. Und das ist so, und wir sind noch ein bisschen in dieser Zeit Kutsche mit Motor dran. Ne? In unserer Wirtschaft in der gerade, Entwicklung. Ja? Das ist ja das, was du auch sagst, nicht? Auch bei den Crowdfunding-Plattformen. Das ist etwas, was wir langsam transferieren in eine andere Welt, wo es spannend sein wird zu sehen, wo das am Ende rauskommt. Aber werden an dieser digitalisierten Wirtschaft mehr Menschen teilhaben als jetzt? Also mehr Akteure anstatt große Einzelne, mehr kleine? Absolut. Also wir sprechen so aus der Forschung heraus von dem sogenannten Prosumer. Das ist so ein Kunstwort. Das ist der Kunstwort aus Konsument und Produzent. Also immer mehr Menschen, und das war ja, was du auch gesagt hast, nicht die sozusagen ihre individuelle Produkterlebniswelt gestalten wollen. Und das ist ein Effekt, der macht ja auch tierisch Spaß. Also ich meine, wenn ich mir mein Auto mitgestalten kann, jedes Produkt, selbst hier diesen Laptop, ne, ich kann mir die Farben aussuchen und so weiter, also immer mehr individualisiert, und damit bin ich ja auch viel stärker als Kunde mit einbezogen in die gesamte Produktionskette, und das ist auch bei der Wissenserstellung, ne? Also ist ja auch das, was du sagst. Ich finde auch eine in dem Zusammenhang eine interessante Fragestellung. Ich glaube, ich bin gar nicht so sicher, ob es das Internet ist, das diesen Wandel ausgelöst hat. Sicherlich ist das Internet, unterstützt das. Und du hattest das ausgangs gefragt, welche Rolle spielt das Internet bei dem Erfolg der Wikipedia. Ich glaube, ein ganz wesentlicher, wenn nicht sogar der wichtigere Faktor ist der Umstand, dass aus Menschen, die früher Betrachter eines Bildes, Leser eines Buches, Benutzer einer Enzyklopädie waren, heute Nutzer werden, die mehr wollen als nur etwas nehmen und das konsumieren, sondern eine sehr viel mehr eine Mitmachmentalität im positiven Sinne und eine Beteiligungsmentalität, aber auch eine Mentalität im Sinne von, ich möchte etwas nutzen, wo ich es möchte, wann ich es möchte, in einer Form, wie ich es möchte, und ich möchte mir das weniger diktieren lassen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, in welchem Kontext ich etwas nutze, und ich möchte dann, wenn ich es habe, es auch verändern können. Es vielleicht besser machen, vielleicht schlechter machen, aber es so zu machen, wie es mir gefällt. Und das wird ganz sicherlich durch etwas wie das Netz, das sehr partizipativ ist und von einer Kultur des Teilens lebt, unterstützt. Ich glaube aber, aber da müsste man jetzt Soziologen besser fragen als mich, ich glaube aber, dass damit auch, dass das auch gleichzeitig Ausdruck einer neuen Rolle, eines neuen Verständnisses ist, wie wir mit Produkten und mit Dienstleistungen umgehen. Ja, der Technik ist dann eher der Enabler. Genau. Noch eine abschließende Frage aus dem Publikum, dann sind wir klar. Nämlich leider schon fast durch mit unserem Talk. Bitte schön, noch eine Frage. Ja, hallo. Ich würde, mir überrascht in Wikipedia ist, was mir überrascht ist, dass diese Finanzierung der Wikipedia ohne Werbung, da unterscheidet sich Wikipedia von anderen Webseiten. Und
Trotzdem kann Wikipedia auch einen Staff, einen dauerhaften Staff bezahlen. Und das ist wirklich überraschend. Vielleicht kann Wikipedia sich nur durch diese Crowdfunding finanzieren. Mhm. Und auch, ja, das ist... Ist das deine Frage? Ja. Ganz kurz. Ob es andere Finanzierungsmöglichkeiten gäbe, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall die Finanzierungsmöglichkeit, die wir auch wollen. Wir wollen von Kleinspendern. In den letzten 6 Wochen, in denen wir das letzte Mal um Spenden gebeten haben, Ende letzten Jahres waren es 160.000 Menschen, die im Schnitt 23 Euro gegeben haben. Das ist... Denn jede Großspende macht natürlich auch abhängig. Insofern ist diese Form, das Wissen wird von vielen Menschen produziert und die Finanzierung wird von vielen Menschen gesichert. Insofern ist das tatsächlich für uns auch ein konstituierendes Element, das wir überhaupt nicht verändern wollen. Und Werbung eh nicht. Aber alle wollen wir Geld. Wir brauchen Vielen Dank, Pavel, Toshi, Denise, dass ihr da wart heute bei uns hier im digitalen Salon, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich die Wirtschaft verändert durch die Digitalisierung unserer Welt. Geld in Zeiten des Netzes. Toll, dass ihr alle dabei wart hier im Publikum. Haben uns gefreut, hier aus Berlin, aus dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wünschen noch einen feinen Abend und wer möchte, kann jetzt gleich noch ein bisschen sitzen bleiben. Wir machen abseits von Aufnahmen noch ein bisschen weiter mit einem Gästetalk hier. Vielen Dank. Danke. Toll, dass ihr da wart. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Jemand, der sich beteiligen